Und weiter geht's mit einer neuen Folge The Crew. Und gucken gerade mal, wo wir denn stehen geblieben. Muss man hier nach den. Na, wie heißt denn? Missionen schauen. So. Okay, gleich mal hinbeamen, können wir gleich hinbeamen. Und fertig. Einzel Schnellkurve brauchen wir. Yo, 510s, hier ist der V8. Oh, Rennwagen. Die Scheiße hier dampfen zu lassen. Ihr braucht Reifen. Und Eier. Oh, Yachthafen. Schaut euch eure schicken Karren an. Das ist das erste Rennen, Jungs und Mädels. Viele Five Tens aus dem ganzen Land sind hier. Mein Kumpel Eric Zhu aus New York, Herschel Craig aus Chicago. Alle bereit? Ja. Was ist das? Normales Rennen? Rundkurs oder wie? Sieht so aus, oder? Du brauchst eine saubere Linie. Nutzt die Bremse. Nicht dieser Driftscheiß, den er immer abzieht. Aha. Also mit diesem... Ein Kinderspiel. Hör auf zu quatschen jetzt. Mit diesem Rennwagen hier und Tastatur, das ist irgendwie... Der verhält sich halt blöd. Mit dem Einlenken, weil ich brauche dieses Driften ein Stück. Ja, was geht? 2 Sekunden. Ich brauche das Driften ein Stück mehr. Wenn man mit Tastatur lenkt und so... Oh. Mit den Karren fährt um die Kurven, dann ist das blöd, wenn die nicht driften. Oder wie so ein Blöder immer so nur die Pfeiltasten antippen. Okay, 4 Sekunden, mein Gott, wir haben überhaupt 3 Runden. Was heißt da eigentlich 2 von 4? 2. von 4, aber ich führe doch, oder nicht? Was? 3 von 4? Ach so, Abschnitte sind das. Ich sollte wieder aufhören, da oben links ständig hinzuschauen. Das gibt wieder nur Mist. Ja, dann fahre ich wieder irgendwo in die Begrenzung. Rum hier hat was von... von der Hafenschikane in Monaco. Diese eine Stelle da. Oh, da wird aber ganz schön immer aus... ausgehebelt mit dem kleinen Bürgersteig da. Trottoir, wie immer ihr das nennen wollt. Bordsteinkante. Na danke. Oh Mann. Ja, jetzt. Wo sind die Gegner? Haben wir Nitro? Nitro haben wir. Ja, 230. Oh, bin ich falsch gefahren? Ja, hier. Ach, nee, hier kann man aber besser um die Kurve. Gut zu wissen. Die scheiß blaue Linie da wieder das anzeigt. Fahre ich in der... Ist noch eine Runde. Fahre ich in der nächsten Runde auch links da lang. 5 Sekunden, passt. Letzte Runde. Ja, ich weiß. Ich weiß doch. Ich mach. Bin ich fast falsch gefahren eben. Mir schon mal irgendwann passiert, aber ist schon einige Folgen her. Ist gar nicht geschnallt. In der Weltgeschichte rumgeguckt und nicht gesehen, dass die blaue Linie da irgendwo lang geht, nur nicht da, wo ich bin. Ja, das sollten wir hier easy peasy. Sollten wir das geschafft haben. So, links lang. Um ums Eck. Fuß aufs Bodenbrech, Mann. Ja, mach ich doch. Du guck mal, wie weit die weg sind. Ich muss doch hier nicht. Auch kein Platin-Teil. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich eh nicht. 10 Sekunden fast. 9 halt. Wohlwollend von mir aufgerundet. Gold. Ja, ich habe jetzt mit Silber oder Bronze gerechnet. Oh, da haben wir glaube ich schon Platin drin im Steuergerät, oder? Grip. Minus 31. Brauchen wir nicht. Hab ins Lore. So, was hast du? Kommt ein Telefonat? Bestimmt. Hey, nettes Rennen. Aber pass gut auf. Die Straße da draußen ist gemein. Was du nicht sagst. Kein Telefonat? Doch. Hi Vincent, ich bin's. Hey
Hey Kid, was geht? Hey Vincent, außer deiner Hilfe beim Face-Off brauche ich noch etwas. Eine Kanone. Okay. Wenn du keine... Hab ich nicht gesagt. Ich will nur sicher gehen, dass du weißt, was du willst. Seit 5 Jahren denke ich jede Sekunde des Tages darüber nach. Okay. Ich muss telefonieren und melde mich. Okay. Wir wollen über den Haufen schießen, also wir nähern uns sowieso dem Ende. Wir sind ja wie Six und in L.A., wo auch dieser Heinzel ist. So, wo müssen wir denn hin? Hier? Da? Sieht so aus. Ist das wieder so eine Crash-Story? Also wo ich einen kaputt dran muss? Ist es doch das mit dem Fall? Ja, ja. Wie es der Zufall will, ist einer unserer Brüder gerade auf dem Weg in den kalifornischen Staatsknast. Wäre doch schade, wenn er die Party verpasst. Wenn du es in die nächste Runde des Wettbewerbs schaffen willst, hol ihn aus dem Knast. Details auf dem PDA. Alex, was machst du? Troy ist in dem Bus. Der Typ, der dich umbringen wollte. Ich weiß. Aber sonst komme ich nicht ans Schiff ran. Gut, hol ihn raus. Ich lass ihn überwachen. Okay, das ist diese Mission. Okay, Alex. Eine Hundestaffel ist unterwegs. Du kannst dich um den Bus kümmern. Was? Du bist göttlich, Zoe. Diese Mission, wo die immer drüber gesprochen haben, mit diesem Bus, der da 200 Sachen fährt und den wir jetzt zerstören müssen. Oder so. Okay. Deswegen auch ein Geländewagen hier. Scheinbar hat der Busfahrer einen Plan B. Holt ihn euch. Gott, so ein Bus hätte er dann auch mal gern. Viel Platz drin und guck mal hier, wie schnell er fährt. Also das ist ja dann... Hau rein! Bring es hinter dich, Alex! Jetzt kommen noch die Bullen. Okay. Die auch noch. Scheiße. Jetzt hin. Zeig's ihm, Kleiner. Dann die Anzeige. Wenn man so nah dran ist, sieht man die Anzeige nicht. Mann. Da ist er. Aber wenn ich ihn dauerhaft ramm... So? Schlag schon zu, Junge. Kriegt er doch immer... Ja, Mann. Lustig. Quatsch nicht rum. Schlag schon zu, Junge. Ja! Da ist er. Kann ich ihn dagegen drücken? Da ist er. Oh, hör mal auf zu quatschen. Autsch. Ich würde ihn gerne gegen so einen Pfosten drücken. Gegen so einen Pfeiler. Schlag schon zu, Junge. Zeig's ihm, Kleiner. Oh. Autsch. Klingt lustig. Das war knapp. Was haben wir denn da? Ist das 50% weg? Oh, wie schnell der fährt. Durchs Wasser. Was haben die sich denn dabei gedacht? Ich glaube, die brauchen mehr Einheiten da unten. Bullshit. Gefangenentransport, so heißt er. Erledige den Gefangenentransporter, okay. Kann ich dann in die Überschrift zu der Folge schreiben. Ja! Na? Oh Mann, hau ab. Mein Nitro, nicht wirklich viel. Jetzt ist er aber weit weg. Was haben wir denn noch? Eine Minute 30 rum. Ich hoffe, du verfolgst das. Neues vom Transferplan. Der einzig Bedeutende dort ist dein alter Freund Troy. Oh Mann, das können wir tun. Jetzt drauf. Ich habe ein Auge am Himmel. Wir lassen ihn gehen und bleiben dran. Ich ramme ihn. Wie hält denn der aus? Jetzt ist er doch gleich platt. Autsch, klingt lustig. Jetzt kommt der Bulle. Edge. Wenn doch die Polizei weiß, dass ich das da so machen soll, wegen Undercover, wieso fahren die mir hier ständig in die Karre? Mission erfüllt. Unser Auto sieht aber auch nicht wirklich gut aus. Aua, bin hier gestoßen. Was ist das? Silber oder Platin? Stufe 42 ist ja dann wohl Platin. Was bringt mir das? Grip-Bonus plus 10. Na, mach mal hin. So. Zoe ist erledigt. Folgst du Troy? Ja, wir holen uns die anderen. Lassen Troy aber entwischen und beobachten. Gute Arbeit, Zoe. Gute Arbeit. Könnt ihr mal einen Kaffee trinken gehen? Jetzt kommt wieder nix. Wie ist hier lachhaft. Machen wir noch eine. Folge sonst zu kurz. So, zeig mal. Nur da unten, da oben ist gar nichts. Hier habe ich aber noch nicht viel freigefahren. Ich werde den, das mache ich dann, wenn ich diesen Hot Rod hole. Aber wir sind jetzt in L.A., den mache ich dann mal. Geht das da nicht hin? Na doch, Blitzreise. Passt. Hey Kleiner, hier gibt es seit 15 Jahren einen ungeschlagenen Rekord. Knackst du den? Was, deiner oder was? Ach so, ist hinter uns.
Das ist unbefestigte Straße, da fahren wir mit unserem Geländewagen. Der ist eigentlich nicht schlecht. Den Rallye-Wagen finde ich nicht so, aber unser Geländewagen, der fährt nicht so schlecht. Der fehlt ein bisschen Speed, aber vom Fahrverhalten ist der ganz okay. Das passt. Alex, eins habe ich vergessen. Mein Rekord. Mal sehen, ob du ihn schlägst. Dein Rekord, sag ich doch. Dreifuß, Kleiner. Ich weiß, du schlägst meine Zeit. 13 Kilometer. Ach, das ist wieder so ein Sektionsding. Okay, dann querfeld einfahren, muss man gucken, dass man so ein Tor vorbeifahren. Da fehlen uns nämlich dann die Sekunden. Man kann es machen, weil dieser Checkpoint ist nur dafür da, die 10 Sekunden zu bekommen. Wenn man schnell genug ist, passt es. Das ist eine wirklich lange Strecke, meine Güte. Ich weiß halt nicht, wie viele von diesen Sektionen hier kommen. Naja, gut. Machen wir so Sonntagsspazierfahrt hier in den Bergen. Wo soll das überhaupt sein da in Kalifornien? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Welche Region das da ist. 200 durch den Wald. Okay. Dann gehen hier schon mal die 10 Sekunden. Mann, die 10 Sekunden für das nächste Tor drauf. Mach hin. Oh. Okay. Das war nicht gut. Hier können wir rum. Ist noch irgendwo ein Checkpoint. Der nächste kommt da oben. Du hast mal gefragt, wie ich meine Karriere beendet habe. Aber du wolltest nicht darüber reden. Und ich habe meine Meinung geändert. Ich war mal ganz oben. Geld, Sponsoren, Ladies. Und dann eine falsche Kurve. Ich habe die Wand geküsst. Mist. Aber das ist noch nicht alles. Auf dem Weg ins Krankenhaus habe ich erfahren, dass ein 5-10 das Rennen geschoben hat. Hat mein Auto für miese 5 Riesen sabotiert. Scheiße. Was hast du gemacht? Als ich wieder rauskam, habe ich ihn abgeknallt. Du. Ja, und was einem dabei keiner sagt, wenn du als guter Junge am Boden bist, und das bist du, dann gibt's kein Zurück mehr. Dieser Scheiß läuft dir dein Leben lang nach. Glaub mir, Alex. Naja, der lässt ja doch bestimmt eh leben. Gab's noch nicht mal so eine komische Vorschrift, dass das Böse in Spielen oder sonst was in der Regel nicht siegen sollte, sonst kriegt man eine höhere Alterseinstufung. Also eine Altersfreigabe, das heißt, er ist ja in Anführungsstrichen der Gute. Und wenn der den abschießt, dann ist das ja Selbstjustiz. Also das Böse nicht gewinnen darf, das ist klar, aber abschießen dann wiederum nicht, sondern in den Knast stecken. Und so wird es auch kommen, meiner Meinung nach. Dann fahren wir hier nochmal rum, 6 Kilometer und das ist aber hier wirklich Altgebiet. Jetzt werden die Checkpoints gehen ein bisschen weiter auseinander, kann das sein? Wieder mehr Kurven, aber mit dem Auto bin ich zufrieden. Dann klappt das schon. Ja, 18, 17, ja, jetzt haben wir 42. 25 Sekunden fast und das ist jetzt immer nur, ich schiel da oben links nur ein bisschen hin. Noch 3,6 Kilometer. Drei gleich 39 Sekunden. Kommt noch ein Checkpoint? Ist das... Ja, einer scheint noch zu kommen, da rechts. Ja, das sollte ja wohl mehr als genug Zeit sein, oder? Wisst ihr denn, was auf diesen 2 Kilometer noch passieren soll, oder? Ah, jetzt geht's gerade aus. Naja, fast. 40 Sekunden. Jetzt kurvig.
Ach, hier ist er nochmal. Bist fast also eine da. Minute. Mann, du knackst meinen Rekord. Mein Gott. Aber jetzt kommt dann wohl kein Checkpoint mehr. Also eine Minute für 1 Kilometer, 45 Sekunden für 1 Kilometer. Das sollten wir schaffen. Und das gerade hier irgendwann noch passiert, wenn ich hier gegen Baum knall. Aha, das Auto links war wohl dafür gedacht, dass man dagegen fährt. So, da unten ist Ziel. Vollgas. Passt. Mission erfüllt. Ist das Platin? Tatsache. Die mit Stufe 42. Mann, ey. Wie dem auch sei. Okay, das war's hiermit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gucken wir nochmal hier drauf. Rangliste. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.